Ich kann fast gar nicht zählen, die ich an dieser Grenze war, zumal ich auch sehr, sehr enge Freunde in Ost-Berlin hatte. Und es betrifft aber sehr viel die frühe Zeit. Denn diese kirchliche Hochschule hatte intensive Kontakte zum Sprachenkonvikt in Ost-Berlin. Und ich war verantwortlich, sehr schnell dafür, die mit Literatur zu versorgen. Und bin manchmal dreimal die Woche dann über den Tränenpalast nach Ost-Berlin gegangen und habe mich da mit Studenten getroffen. Und damals hatte ich manchmal dreierlei verschiedene Kleidung übereinander, die man rüberbringen wollte. Ich hatte die Bücher da. Das war dann in denen auch inzwischen bekannt, dass ich einfach regelmäßig da in der Borsigstraße war. Also ich wurde schon fast immer regelmäßig rausgewunken. Das war auch, man war so unterschwellig, so rebellisch dagegen. Es war demütigend, die Tonlage war schneidend. Und man musste immer an sich halten, nicht irgendwie mit einem unbedachten Wort dann gar nicht mehr rüberzukommen. Ich bin natürlich noch hinterher sehr oft da gewesen. Richtig spannungsfrei war er für mich selbst nicht, als er dann frei war.